Frau von einem besten Freund und ihr falsches Spiel, sie will nur sein Geld. Glamour und die große Welt, doch immer hält sie ihn fern und quält ihn gern. Mein Hals hat sich gewählt. Neulich kam er, grad frisch von der OP, künstlicher Darmausgang, na schönen Dank, mein Hunger war passé, er hörte nicht auf und ging mir ins Detail, ihm ist es wohl egal, ob ich's hören will, ich wünschte mir ein Bein. Platz 11 rauf auf die 10. In der zweiten Woche hat The Diary of Alicia Keys doch noch in die Top 10 der deutschen Albumcharts geschafft. Sarah Connor schlittert langsam aber sicher der Mutterschaft entgegen. Mit Key to My Soul geht's runter auf die 9. Die Black Eyed Peas sind in der Hitlist Germany gerade auf die 1 gegangen. Da zieht das Album Elephant gleich nochmal mit, von der 16 hoch auf die 8. Platz 7 bleibt von den Preluders besetzt, Girls in the House. Das Beste ist zum Feste gerade gut genug. Trotzdem fällt das Best of No Angels von der 5 auf die 6. Mit ihrer Heiligabend-Compilation verlieren die TV Allstars eine Position. The Ultimate Christmas Album jetzt auf der 5. Wenn Daddy vom Christkind einen DVD-Player kriegt, steckt höchstwahrscheinlich das hier drin. Herbie, Doppel-Live. Mensch, steigt von der 10 auf die 4. Auf Platz 3 steht weiterhin Ziel mit seinem 4. Album. Sie ist das Vanillekipferl unter den Songwriterinnen. Dido, Live for Rent, bleibt heiß begehrt auf der 2. Das waren sie, die Plätze 10 bis 2. Das heißt, wer von euch aufgepasst hat, weiß ganz genau, was jetzt kommt. Mich macht es froh, mich macht es glücklich, mir gibt es Hoffnung. Nämlich diese wie letzte Woche auf der Pole Position, Mr. Robbie Williams mit Live Summer 2003. Bleibt mir nur zu sagen, ich finde, wir hatten ein schönes Jahr. Ich wünsche euch einen hervorragenden Rutsch ins nächste. Lasst euch nicht so fertig machen vom Weihnachtsterror. Und ich wünsche euch auch, dass sich viele Träume erfüllen. Jetzt gibt's die alte und neue Nummer 1. Hier ist Robbie Williams mit Feel Live. Bye, bye.